So, jetzt geht's los. Wir bitten, die Plätze einzunehmen. Na, herzlich willkommen zu den 11. Darmstädter Tagen der Fotografie. Heute zum Symposium hier in der Zentralstation. Zum einen hier im Saal herzlich willkommen. Wir streamen auch den ganzen Tag über YouTube diese Veranstaltung und alle Vorträge und Zoom-Konferenzen. Ich bin der Albrecht Haag, ich bin der Festivalorganisator. Und wird jetzt kurz einfach mal so einen Überblick über das gesamte Festival geben und dann fangen wir auch irgendwann mit dem Symposium an. Jetzt ruft mich hier noch jemand an, das muss ich mal abschalten. Also, die Darmstädter Tage der Fotografie sind gestern gestartet als eine Festivalwoche. Es gibt über die ganze Stadt verteilt 12 Ausstellungen, also von der Kunsthalle hier über Stadtmitte, Schlossgraben im öffentlichen Raum, Friedensplatz, Karolinenplatz, tolle Ausstellung auch outdoor, dank Corona haben wir die nach außen verlegt, bis hoch zur Mathildenhöhe eben insgesamt 12 Standorte und die sind zum Teil schon im September gestartet, Mitte September und laufen dann auch teilweise bis Januar, aber jetzt in dieser Kernwoche von gestern bis zum 1. November sind es dann insgesamt 12 Ausstellungen, die zeitgleich zu sehen sind. Die sind auch jetzt in dieser Woche immer von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Morgen finden dann auch einige Führungen und Talks statt. Allerdings, und das bitten wir zu entschuldigen oder hoffen, es gibt genügend Verständnis dafür, durch die Corona-Regelung mussten wir zum einen hier im Saal die Zuschauerzahl reduzieren, aber es gibt auch Auflagen für Führungen und reduzierte Besucherzahlen in den einzelnen Ausstellungen. Und ja, hat uns jetzt einfach zum zweiten Mal erwischt. In Anführungszeichen, wir wollten ja eigentlich im April hier stehen und jetzt sind wir quasi genau wieder in eine Welle reingerutscht. Aber trotzdem, viele Ausstellungen sind offen und heute erwartet man das Symposium. Vielleicht nochmal ganz kurz, was es sonst noch gibt oder was die Darmstädter Tage der Fotografie sonst bieten und ausmachen. Jetzt zum 11. Mal findet das Festival statt, was 2005 gegründet wurde und seit letztem Jahr von der TU Darmstadt, vom Kunstforum der TU Darmstadt organisiert und präsentiert wird. Und es gab dann auch noch ein paar Neuerungen. Wir haben zum Beispiel den Merkpreis, der früher als Ausschreibung, als Wettbewerbsausstellung über die ganze Stadt verteilt wird, ist seit diesem Jahr im Designhaus zusammen präsentiert. Auch diese Ausstellung ist heute offen. Und gestern Abend fand hier die Preisverleihung statt, wo Thorsten Brinkmann, ich weiß nicht, ob er schon da ist, den Merkpreis, den 8. Merkpreis der Darmstädter Tage der Fotografie verliehen bekommen hat. Und es gab noch 2 Anerkennungen für Wolfgang Vollmer und das Team Robert Puflepp und Nadine Schlieper. Ich glaube, die haben alle natürlich gefeiert gebührend und sind jetzt vielleicht noch nicht da. Genau, das war gestern die Preisverleihung hier. Und als weiteres Format hatten wir für dieses Festival auch eine Ausschreibung für eine Residenz gemacht. Alles im letzten Herbst, also zum Thema skurrile Fluchten, Humor in der Fotografie, gab es einmal die Wettbewerbsausstellung, dann für dieses Symposium gab es eine Ausschreibung und eben auch die Residenz. Und dort hat Valerie Wolfgang im Atelierhaus LEW1 auf der Rosenhöhe von Februar bis April die Residenz bekommen und präsentiert dort jetzt auch eine Ausstellung. Das ist wie gesagt auch ein neues Format und wir versuchen immer immer wieder auch eine neue, ich sage mal, Spielwiese für die Darmstädter Tage der Fotografie zu finden, um Fotografie zu zeigen, zu diskutieren und neue Zugangsweisen zu erschließen. Ein Punkt sind vielleicht auch noch die Off-Orte zu den großen Institutionen, also Kunsthalle, Kunstform der TU Darmstadt und Institut Mathildenhöhe. Gibt es über die Stadt verteilt noch kleinere Orte, das ist am Osthang, das ist die Main Hall mit 3 Positionen, in der Stadtkirche, jetzt muss ich kurz überlegen, im Literaturhaus und auch im Herrengarten Outdoor gibt es dann punktuelle, nur für das Festival geschaffene Ausstellungsorte. Ja, heute, auch unter widrigen Bedingungen sozusagen der Pandemie versuchen wir alle 5 Referenten möglichst live hier zu haben. Wir haben 2 echte Referenten hier vor Ort. Nee, alle sind echt eigentlich nur. Also ja, 2 sind wirklich vor Ort. Wir haben dann aufgrund von Reisebeschränkungen
Erik Kessels, Naomi Harris und Jürgen Teller nur per Zoom zugeschaltet. Aber wir haben das schon getestet und wir hoffen, es klappt gut. Und ja, ich würde jetzt das Symposium eröffnen und an den Moderator Lukas Einzel übergeben. Ja, soll ich da noch? Das muss reichen. Und ich glaube, genau. Achso, vielleicht kann ich kurz Lukas Einzel vorstellen. Also Lukas Einzel ist bildender Künstler und war auch schon mal Referent der Darmstädter Tage der Fotografie und arbeitet eben als freischaffender Künstler und ist auch engagiert oder war auch Teil der Jury für die Residence, Artist in Residence, und ist auch Vorstand des Vereins Kultur in der Digitalstadt, wo eben Projekte zur Digitalität einer Stadt gemacht werden und diese auch der Kooperationspartner für das Artist in Residence Programm ist. Lukas, bevor ich mich weiter hier verzettel, die Bühne ist dir. Hallo? Ist es offensichtlich schon an? Hallo miteinander. Nicht alle Sitze sind gefüllt, aber immerhin viele Menschen sind wirklich hier im Raum. Das finde ich schon beinahe ergreifend, muss ich sagen. Also ich wollte zuallererstens mal den Darmstädter Tagen der Fotografie danken, die tatsächlich diese Geduld hatten, diese Beharrlichkeit und letztlich auch diese Vision, das immer weiter zu treiben und zu sagen, okay, wir bleiben dran, wir werden jetzt etwas tun, dass die nicht komplett ausfallen, die Darmstädter Tage der Fotografie. Das ist, sagen wir mal, natürlich unter anderen Vorzeichen geschehen als die uns jetzt begegnen. Wir hatten eigentlich gedacht, im Oktober sitzen wir dann gemeinsam hier und tummeln uns. Das geht leider nicht. Aber allein die Tatsache, dass es hier Menschen gibt, ist schon fantastisch. Und wie komme ich überhaupt hierher? Also was kann ich zum Humor beitragen? Das fragte ich Albrecht. Wo sitzt denn der Albrecht überhaupt jetzt? Ich adressiere gerne. Ach, da hinten. Nichts, ich wollte nur sehen, wo du bist, weil ich guckte dahin, da warst du nicht. Also als Albrecht mich fragte, ob ich moderieren würde, sagte ich, ich bin völlig humorfrei. Also meine Arbeit ist völlig humorfrei. Das ist ein guter Grund, so ein Symposium zu moderieren. Vielleicht lerne ich dann ein bisschen mehr über Witz und Humor. Und habe das sehr dankend angenommen. Das war im Februar dieses Jahres. Und jetzt stehe ich hier. Eigentlich wären wir vor 6 Monaten etwa nicht hier gewesen, in einem anderen Saal. Wir hätten einen Abend hinter uns gehabt, einen warmen Abend, der 24. April war sehr warm, wären wahrscheinlich alle erschöpft vom Trinken und Feiern und würden jetzt hier sitzen. Also diese üblichen Symposien der Darmstädter Tage der Fotografie sind immer sehr, sehr dicht, sehr voll mit nicht nur Gesprächen vom Podium ins Publikum, sondern auch hinter der Bühne und zwischendrin. Und man sitzt und diskutiert. Es ist die Gelegenheit für viele Fotografen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus Europa, mittlerweile aus der ganzen Welt, sich zu treffen und auszutauschen. Die Reden sind so ein guter Anlass, das zu tun. Man hört meistens nicht alles, weil im Foyer mindestens genauso spannende Gespräche stattfinden manchmal. Das alles können wir uns vorstellen. Wir können uns jetzt vorstellen, so ein Abend war, und wir können uns vorstellen, wie es wäre, und gleichzeitig sind wir hier und erleben das jetzt und versuchen es so dicht wie möglich zu halten. Und ich versuche jetzt noch ein paar kleine Ideen zu bringen, die mich beschäftigt haben bei der Vorbereitung. Das hat vielleicht auch was mit Humor zu tun, vielleicht bin ich ja gar nicht so unwitzig, aber eigentlich in erster Linie mit anderen Dingen. Ich lese jetzt hier aus ein paar Notizen. Es fängt an mit etwas, das kriege ich jetzt aktuell dauernd mit. Wir werden informiert, wir wissen unglaublich viel, zeitecht. Also in Echtzeit erfahren wir Dinge. Ich habe das Gefühl, wir befinden uns in einer Krise des Wissens. Dieses dauernde, dieses ununterbrochene, allgegenwärtige Wissen, das hat für mich scheinbar keine Vergangenheit mehr.
Und eigentlich bedeutet Wissen, die Tatsache, dass wir wissen, bedeutet in erster Linie erstmal, dass wir erinnern. Und Erinnern ist ein Prozess der Kollektivierung. Erinnernd ordnen wir uns und unser Erleben und Handeln ein in eine Geschichte der vielen, in der wir auch einen Platz haben wie alle anderen. Das aktuelle Wissen, wie es stattfindet, ist ein Wissen ohne Vergangenheit. Es fällt auf uns ein jederzeit und das erzeugt eine Spannung. Wir sind gar nicht mehr die Wissenden, sondern das, dieser Hauptspeicher hier oben, der ist weitgehend ersetzt durch andere Wissensspeicher, die wir aber mit uns herumtragen, die uns also ununterbrochen informieren. Und wir wissen, was weiß ich, vor 15 Jahren sagte man mal irgendwie 80 Millionen Bundestrainer, aktuell sind es 80 Millionen Virologen. Wir wissen unglaublich viel zu allen Themen, sind aber gleichzeitig losgelöst von diesen Themen, in der Weise, distanziert. Das heißt, Wissen, diese Vorstellung von Wissen als etwas, was mich ermächtigt, was mir Kraft gibt, mit der Situation umzugehen, ist obsolet. Das Wissen hilft mir nicht weiter. Das Wissen lässt mich weiterhin hilflos gegenüber dem, was ist. Und obwohl wir alle wissen, zum zweiten Mal wissen wir das, dass Trump nächst in wenigen Wochen verlieren wird, hilft uns dieses Wissen überhaupt nicht, denn es wird etwas passieren, was sich unserer Macht entzieht. Das heißt, obwohl alle Menschen etwas wissen, die Macht ist woanders. Die Macht über die Situation ist weiterhin die Herrschaftsmacht, das Herrschaftswissen, die Herrschaftskontrolle und nicht die der Breite, die uns suggeriert wird. Was kann man da tun? Und da kommen wir jetzt zum Humor. Also das ist tatsächlich die Chance, die uns hilft, indem wir zur Seite stehen mit diesem Sidestep des Humors, quasi dem Feuer etwas aus dem Weg gehen, den diese aktuelle Situation die auf uns einwirkt, die uns damit konfrontiert. Da sehe ich so die Chance des Humors, diese Änderung dessen, wir wissen etwas, aber wir ändern den Kontext, wir verschieben den Kontext, wir verschieben den Adressaten, wir verschieben das Thema. Es gibt einen sagen wir mal, so einen Universalsatz, der mich immer wieder, zu jedem Thema werfe ich den mindestens einmal auf den Tisch, das ist von Michel de Certeau aus seinem Buch Die Kunst des Handelns. Der Michel de Certeau, der sagt, das Fehlen von Bedeutung reißt ein Loch in die Zeit. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, der über Humor einsetzt. Indem ich etwas bedeutungslos mache, indem ich etwas für bedeutungslos erkläre, gibt es einen Bruch, einen Zeitstopp. Und der ermöglicht mir Kontrolle über dieses bedeutungslose Etwas, über diesen, wir werden es gleich sehen, Trump zum Beispiel, zu kriegen. In einer kleinen Meme. Jetzt habe ich Macht über dich. Ich kann lachen über dich. Einen kurzen Moment. Und diese Kontrolle, das Einzige, was mir damit gegeben ist, ist eine gewisse Selbstvergewisserung. Ich ordne mich wieder ein in eine Geschichte. Ich ordne mich wieder ein in einen Kontext, der mir vielleicht doch ein wenig mehr Handlungsfreiheit verleiht. Eigentlich reicht es erstmal. Insofern, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann und die vielen Moderatoren, die vielen Referenten begrüßen kann. Zuallererst Kevin Paulix. Ich möchte, freue mich insbesondere, dass Kevin und ich kurz uns kennenlernen durften vor diesem Symposium. Ich lese jetzt mal vor, was im Heft steht über Kevin Paulix, denn mehr wusste ich bis heute Morgen auch nicht. Kevin Paulix, imitieren, editieren, parodieren zu den medienkritischen Praktiken politischer Internet-Memes. Die Forschungsschwerpunkte des promovierenden Medienwissenschaftlers und Soziologen Kevin Paulix in Hanau, geboren 1991, liegen in den Meme-Studies, Game-Studies und in der Serialitätsforschung. In seinem Vortrag Imitieren, Editieren, Parodieren zu den medienkritischen Praktiken politischer Internet-Memes wird Paulix anhand der Betrachtung politischer Internet-Memes zu Donald Trumps Amtsenthebungsverfahren der Frage nachgehen, auf welche Weise diese mit Medien- und Gesellschaftskritik verschränkt sind. Die Untersuchung von Medialität wird aber ebenfalls ein zentraler Bestandteil des Vortrags sein, um die Wirkprinzipien und notwendigen Voraussetzungen von Memes aufzudecken. Kevin sagte, das wäre ein sehr humorfreier Vortrag. Ist das richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Das interessiert mich tatsächlich am meisten, wie ich das verstanden habe. Es geht darum, wie wird Humor konstruiert, wie
entsteht Humor und was bedeutet das für den Umgang mit Humor, also sowohl die Erzeugung als auch Rezeption. Ja, jetzt darf ich hier runter wieder mit Maske aufsetzen. So. Das ist jetzt einfach gewesen. Dann ich mal kurz mal da raus. Stimmt, der ist ganz an den Anfang gesprungen. Genau, Stefan, jetzt kannst du auf die. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung. Auch ganz passend. Also bei mir wird es auch gleich um Wissensstrukturen gehen. Insbesondere in Internet-Memes. Bevor ich beginne, möchte ich Ihnen kurz noch den Rahmen vorstellen, in dem der Vortrag entstanden ist. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im DFG-Projekt Bildförmige Bildkritik in sozialen Medien, ein Teilprojekt von Jens Ruchertz im Rahmen des Schwerpunktprogramms Das digitale Bild. Das Projekt zielt darauf ab, eine Theorie des digitalen Bildes aus der Perspektive digitaler Bilder zu entwerfen, die in den sozialen Medien zirkulieren. Wir betrachten dabei solche Bilder, die bildförmig an anderen Bildern, die bildförmig Kritik an anderen Bildern in den sozialen Medien üben und das heißt Wissen generieren über die Bildlichkeit der sozialen Medien und in diesem Zuge auch Wissen über sich selbst. Dazu beobachten wir verschiedene Bildpraktiken, wie das Bearbeiten, das Imitieren, Beschriften, Taggen und das Kuratieren. Um das Bearbeiten und Imitieren wird es gleich auch in meinem Vortrag gehen. Eine besondere Rolle spielen im Projekt aber natürlich auch gleich im Vortrag Internet-Memes. Diese verstehen wir im Anschluss an Mitchell als sogenannte Meta-Pictures der sozialen Medien. Internet-Memes sind also nicht nur lustige Bildchen, sondern Bilder über Bilder, die digitale Bildlichkeit der sozialen Medien reflektieren. In diesem Sinne definieren wir das Memeing, das heißt das Erstellen und Verbreiten von Internet-Memes, als eine digitale Medienpraxis, in der digitale Bilder aus anderen digitalen Bildern erzeugt werden. Die Methodik des Projekts, die auch gleich hier zum Einsatz kommen soll, zielt darauf ab, dass implizite und das explizite Wissen der digitalen Bilder innerhalb der sozialen Medien herauszuarbeiten. Dazu sind drei Schritte notwendig. Erstens fragen wir bei der Analyse des expliziten Wissens danach, was das Bild adressiert, also zum Beispiel welche Personen, Gegenstände, Orte oder im Fall von Meta-Pictures, welche anderen Bilder. Im ersten Schritt geht es also darum, die Inhalte, das sogenannte Knowing That, der Bilder zu klären. Im zweiten Schritt fragen wir dabei, wie das Dargestellte bzw. im Fall von Meta-Picturen das Bild im Bild adressiert wird. Im Fokus stehen dabei Bildpraktiken wie das Bearbeiten oder das Imitieren. Im zweiten Schritt geht es folglich um die Form der Bilder und wie diese und mit welchem Know-how diese erstellt wurde. Im letzten Schritt vergleichen wir dann beide Wissensformen und arbeiten nochmal heraus, welche Bildpraktiken Ihnen zugrunde liegen. In diesem Rahmen möchte ich Sie auch freundlich darauf hinweisen, dass im November noch ein Workshop dazu stattfinden wird zur Methodik im Rahmen des SPPs, an dem Sie gerne noch per Zoom teilnehmen können. Kommen wir nun zur Bildpraxisanalyse. Das Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, ist das Internet-Meme Trump Impeach. Dieses Internet-Meme wurde zuerst 2017 auf Tumblr veröffentlicht, wovon hier links ein Screenshot zu sehen ist. Von wem das Internet-Meme ursprünglich erstellt wurde, ist unbekannt. Die Fernsehautorin Sam Jarvis hat es jedenfalls kurze Zeit später auf Tumblr reblockt. Das Internet-Meme spielt bildförmig auf das Amtenthebungsverfahren von Donald Trump an.
Dazu wird das Gesicht von Trump in einen Pfirsich verwandelt. Übersetzt man das Bild in sprachliche Zeichen, bedeutet es wörtlich Trump impeach, was so ähnlich klingt wie to impeach, also zu Deutsch jemanden seines Amtes entheben. Jarvis explizit diese Bedeutung, indem sie das Bild mit get it, impeach kommentiert und auf Trumps Schummelscheitel hinweist, der im Bild ein Pfirsichblatt ist. Im Mai 2017, als das Meme gepostet wurde, ist das Amtenthebungsverfahren gegen Trump noch nicht formal eingeleitet worden. Es wurde aber bereits heftig darüber diskutiert. Wie der Soziologe Patrick Horst auf BPB schreibt, genießt Trump, Zitat, die zweifelhafte Ehre, der erste US-Präsident zu sein, dessen Amtenthebung bereits diskutiert wurde, bevor er das Amt erreicht hatte. Zitat Ende. Als im Juni 2016 russische Hacker die Parteizentrale der Demokraten während des Präsidentschaftswahlkampfes gehackt hatten, um beschädigendes Material gegen Hillary Clinton zu sammeln, wurde Trump vorgeworfen, von dieser russischen Wahlkampfmanipulation Bescheid zu wissen oder sogar darin involviert zu sein. Aus diesem Grund ermittelte von Mai 2017 bis März 2019 Sonderermittler Robert Mueller gegen Trump. Während der Ermittlung kam es zur Justizbehinderung in mehreren Fällen, die nur nicht zur Anklage durch Mueller gebracht wurden, weil ein amtierender Präsident nicht von ihm angeklagt werden kann. Dafür ist ausschließlich das Amtenthebungsverfahren vorgesehen, bei dem das Repräsentantenhaus als Ankläger und der Senat als Jury fungiert. Am 24. September 2019 kam es schließlich auch zur formalen Anklage durch das Repräsentantenhaus im Zuge der Ukraine-Affäre. Wie bereits bei der Russland-Affäre wurde Trump vorgeworfen, den Wahlkampf zu korrumpieren. Laut einem anonymen CIA-Beamten soll Trump in einem Telefonat den ukrainischen Präsidenten unter Druck gesetzt haben, damit er gegen Joe Biden Ermittlungen einleitet. Trump wurde deshalb wegen Machtmissbrauch und Behinderung des Kongresses angeklagt. Rechts zu sehen ist ein GIF, das am 10. Februar 2020 auf Tenor hochgeladen wurde, 5 Tage nachdem Trump von dem durch die Republikaner dominierten Senat in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde. Sein Freispruch ist jedoch weniger verwunderlich, als er klingt, weil er politisch motiviert ist und nicht auf Trumps tatsächlicher Unschuld beruht. An diesem Freispruch äußern Trumps Gegner mit dem GIF bildförmig Sozialkritik. Es bringt zum Ausdruck, dass Trump schuldig ist und nur durch die Lücken des Rechtssystems geschlüpft ist. Das GIF lässt sich so verstehen, dass Trump zwar nicht wirklich seines Amtes entheben wurde, aber zumindest im Internet-Meme, Zitat, impeached forever ist. Das GIF gibt auch einen expliziten Hinweis darauf, auf welche Fotografievorlage Trump impeached basiert. Methodisch gehört es zu diesem Analyseschritt dazu, neben der inhaltlichen Bedeutung auch den Kontext des Internet-Memes zu klären. Das Internet-Memes ist aus mehreren einzelnen Bildern zusammengesetzt, auf deren Kontext ich nun eingehen möchte. Daraus erhoffen wir uns, einen Einblick zu bekommen, wie und mit welcher Absicht das Internet-Meme erstellt worden ist. Die Fotografie, die im GIF und auch hier auf der Folie zu sehen ist, geht meiner Recherche nach auf einen Artikel des Psychologen Dan P. McAdams in der Atlantic aus dem Jahr 2016 zurück. Darin untersucht McAdams psychologisch Trumps Persönlichkeit und seine zukünftige Präsidentschaft, die, Zitat, marked by ambition, deception, anger and narcissism sei. Die Fotografie, die von dem Fotografen Mark Peterson vermutlich bei den Vorwahlen in Iowa aufgenommen wurde, welche Trump gegen seinen Konkurrenten Ted Cruz verloren hatte, scheint mir genug Aufmerksamkeit erzeugt zu haben, um als Internet-Meme verarbeitet worden zu sein, was ja in dem GIF auch tatsächlich passiert ist. Meine Recherche mit der umgekehrten Bildersuche von TinEye ergab allerdings, dass uns das GIF auf eine falsche Fährte geführt hat. Mein eigener Selbstversuch, auf den ich gleich im zweiten Analyseschritt noch weiter eingehen möchte, bestätigt diesen Verdacht. Wie rechts zu sehen ist, stimmt das Bild nicht mit dem überein, was von Sam Jarvis auf Tumblr gepostet wurde. Dem Internet-Meme muss eine andere Fotografie zugrunde liegen. Diese andere Fotografie konnte ich ebenfalls ausfindig machen. Mit der umgekehrten Bildersuche bin ich relativ schnell auf die Fotografie, die Sie hier in der Mitte sehen können, gestoßen. Der Selbstversuch hat dann ergeben, dass es sich tatsächlich um die Fotografie handelt, die unter dem Namen Trump Impeach verarbeitet wurde.
wie Sie hier rechts nochmal sehen können. Die Fotografie stammt aus dem Jahr 2010 und wurde von Stephen A. Henry aufgenommen. Sie zeigt Donald Trump auf dem roten Teppich in New York bei der Präsentation seiner Reality-Show The Apprentice. Die Fotografie wird für schlanke 475 Euro von Getty Images vertrieben, wie hier links zu sehen ist. Vermutlich wurde die Fotografie nicht direkt von Getty Images bezogen, um das Internet-Meme zu erstellen. Dagegen spricht der hohe Preis. Außerdem ist es beim Memeing gewöhnlich, wenn Stock Photography verwendet wird, das Wasserzeichen als Geste des Protests beizubehalten. Das Foto, das zur Bildbearbeitung genutzt wurde, entstammt also wahrscheinlich einer anderen Quelle. Im Zuge meiner Recherche bin ich auf einen Artikel von The Onion gestoßen, eine amerikanische Satirezeitschrift, ähnlich wie der Postillon hier in Deutschland. Der Artikel von 2011 nutzt die Fotografie von Trump und hat vermutlich auch eine entsprechende Lizenz von Getty Images dafür. Denn ein Wasserzeichen ist nicht zu sehen. Entscheidend ist dabei gar nicht der Artikel an sich, der Trump mit eiternden Exkrementen vergleicht, sondern vielmehr seine Mimifizierung. In Form eines Screenshots wurde der Artikel auf mehreren Social-Media-Seiten verteilt. Tumblr ist eines dieser Seiten, wie hier rechts zu sehen ist. Auf dem Tumblr-Blog Feminist Fuck Yeah wurde der Screenshot im September 2015, also wenige Monate, nachdem Trump seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gab, mit folgender Bildunterschrift kommentiert. Zitat: I just choked on a mouthful of cereal, the onion is killing me and making me change my shirt. Der Weg zu dem Tumblr-Blog von Sam Yarvis weniger als 2 Jahre später scheint mir nicht sonderlich groß zu sein. Es lässt sich also beobachten, dass die Fotografie bereits vorher auf Tumblr zirkulierte und wahrscheinlich deshalb ausgewählt wurde, um das Internet-Meme zu erzeugen. Wie ist das Internet-Meme aber erzeugt worden? Zunächst ist offensichtlich, dass es sich um eine Bildbearbeitung handelt, die geübte Nutzer wohl mit einem Programm wie Photoshop erstellen könnten. Diese Vermutung liegt nahe, ist aber wieder zuvor schnell getroffen. Im Zuge meiner Bildrecherche habe ich, wie Sie auf den vorherigen Folien sehen konnten, auch nach dem Originalbild des Pfirsichs gesucht. Dabei bin ich darauf aufmerksam geworden, dass bereits im Januar 2017 erste Bildbearbeitungen in den sozialen Medien zirkulierten, die wie Trump und Peach aussahen, nur eben auf anderen Gesichtern basierten, wie Sie hier rechts sehen können. Über das Wasserzeichen eines dieser Bilder, links rot markiert, konnte ich dann den Ursprung von Trump und Peach ausfindig machen. Die Bildbearbeitung geht auf die KI-basierte App Photolab zurück. Sucht man in der App nach dem Stichwort Peach, dann stößt man schnell auf den Filter Peach Face, mit dem sich diese Bildbearbeitungen sehr leicht erstellen lassen. Zur Überprüfung habe ich das einmal selbst probiert und hier dokumentiert. Zunächst wählt man den Filter aus, dann kann man entweder selbst ein Bild hochladen oder in der Datenbank nach einem entsprechenden suchen, zum Beispiel eins von Donald Trump. Über die Suche bin ich dann auch auf die Fotografie gestoßen, die im Artikel von The Onion verwendet wurde. Diese ließ sich auswählen, zuschneiden und über den Algorithmus verarbeiten. Das Ergebnis ist, wie Sie sehen können, Trump und Peach. Sie fragen sich sicherlich, was an dieser Bildpraxis nun medienkritisch sein soll. Auf den ersten Blick scheint es doch eine ganz normale Anwendung von Filtern zu sein, wie sie massenhaft in den sozialen Medien tagtäglich zum Einsatz kommen. Darin liegt für mich aber gerade der Unterschied zu Trump und Peach. Photolab ist für die alltägliche Verwendung vorgesehen. Auf der Website heißt es entsprechend, Zitat: Photolab began turning usual photos into something stunning years ago, and it's precisely what the app keeps doing now. Die App ist also eigentlich dafür gedacht, eigene Fotos von sich selbst hochzuladen, um zum Beispiel auszuprobieren, wie man als Pfirsich aussehen würde. Natürlich können auch Bilder von Celebrities hochgeladen und verarbeitet werden, so wie ich es gerade auch vorgeführt habe. Nur dienen diese Bilder eher als Vergleichsfolie zu den eigenen Kreationen oder eben um zu schauen, wie ein bestimmter Celebrity als Pfirsich aussehen würde. Photolab und insbesondere der Face-Filter Peachface ist jedenfalls nicht dafür gedacht, politischen Protest zu üben. Das Internet-Meme Trump and Peach dreht dieses Verhältnis gewissermaßen um, indem es das Triviale ins Politische verschiebt.
Plötzlich ist der Pfirsich nicht mehr nur ein Pfirsich mit Gesicht, sondern hat eine weitreichende politische Bedeutung, die auf die Amtenthebung von Donald Trump abhebt. Das Beispiel ist in diesem Sinne eine Parodie. Zitat: "Designed to imitate the other style of expression in order to mock it", wie Goldkampf and Schiffman schreiben. Genau das scheint mir hier der Fall zu sein. Die Peach Faces werden imitiert, um infolge dessen semantisch transformiert zu werden. Die Praktiken des Imitierens, Editierens, Parodierens bauen folglich aufeinander auf und verbinden sich zur übergeordneten Praxis des Memeing. In der Medienkritik des Memeing stehen dabei implizit die Trivialität und Alltäglichkeit solcher Filter, die eben auch subversiv genutzt werden können, um Sozialkritik zu üben. Mit Uwe Wirth formuliert handelt es sich dabei bei dieser Art von Kritik um eine indirekte ästhetische Kritik, Zitat, die eine Kritik an den medialen Verhältnissen ist und aufzeigen soll, was möglich mit dem digitalen Bild ist. In Kritik stehen implizit aber auch die Fotoagentur Getty Images, die doch relativ machtlos gegenüber der unkontrollierten Zirkulation von Trumps Fotografie zu sein scheint. An dieser Stelle verbinden sich schließlich die Medien- und Sozialkritik miteinander. Trump bildförmig aus dem Amt zu heben, indem er impeached wird, ist nur möglich durch die subversive Nutzung von Photolab und die Aneignung von Trumps Fotografie. Das analysierte Beispiel ist nachweislich die erste Bildbearbeitung mit dieser Bedeutung, aber natürlich nicht die einzige. Es gibt weitere Bildbearbeitungen, die Trumps Impeachment bildlich fantasieren. Diese sind augenscheinlich nicht mit Photolab erzeugt worden, sondern müssen mit Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop erstellt worden sein. Darauf weist unter anderem hin, dass sie weniger professionell und mehr laienhaft wirken. Um diese Seite der Bildbearbeitung besser verstehen zu können, habe ich nochmal den Selbstversuch unternommen und 3 eigene Bildbearbeitungen erzeugt, wenn man so will, als Parodie auf Trump and Peach. Eine Reflexion dieses Produktionsprozesses möchte ich Ihnen gerne abschließend autoethnografisch wiedergeben. Als erstes überlegte ich mir, welchen politischen Kontext ich für meine Bildbearbeitung wählen soll. Weil Trumps Amtenthebungsverfahren seit Februar, wie zu erwarten war, erfolglos eingestellt ist und bereits reichlich bearbeitet wurde, habe ich mich dazu entschieden, den Kontext der aktuellen Pandemielage anzupassen. Im Zentrum meiner Bildbearbeitung steht Trumps Infektion mit dem Coronavirus, mit dem er sich vor wenigen Wochen angesteckt hatte. Für die Umsetzung musste ich ein Bildbearbeitungsprogramm wählen, da das Coronavirus als Vorlage in Apps wie Photolab nicht zur Verfügung steht und mir Photoshop auf meinem Arbeitsrechner ebenfalls nicht zur Verfügung steht, bin ich auf das Bildbearbeitungsprogramm, das kostenlos ist, GIMP, ausgewichen, das aber ähnlich viele Optionen wie Photoshop bietet. Über die Google-Bildersuche habe ich dann nach einer passenden Vorlage fürs Coronavirus gesucht. Häufig wird das Virus grau, blau, rot und grün visualisiert. Alles Farben, die ich nicht gebrauchen kann, denn bekanntlich geht Trumps Gesichtsfarbe ins Orangene, geschuldet von zu viel Sonnenbank und Bräunungsspray. Auf Spiegel Online wurde ich schließlich fündig. Ein Porträt von Trump war ebenfalls schnell gefunden. Für die Bildbearbeitung, die hier zu sehen ist, habe ich Trumps Twitter-Profilbild gewählt. Eine Fotografie, die mehr als 87 Millionen Followern bekannt sein sollte. Wie bin ich nun konkret in GIMP vorgegangen? Als erstes öffnete ich, wie hier innerhalb des roten Kreises zur Kenntnis, das Bild vom Coronavirus in GIMP. Danach fügte ich Trumps Twitter-Profilbild als zusätzliche Ebene hinzu, stellte den Ebenmodus auf harte Kanten ein und drückte das Bild entsprechend so zurecht, dass eine Überblendung eingetreten ist. Mit den Ebenenmodi musste ich eine Zeit lang rumspielen, um die passende Überblendung zu finden, die Trumps Gesicht mit dem Coronavirus verschmelzen lässt. Anhand dieser Überblendung habe ich dann Trumps Gesicht an den Rändern mit dem Lasso-Werkzeug markiert und ausgeschnitten. In einem zweiten Schritt kopierte ich Trumps ausgeschnittenes Gesicht und fügte es als neue Ebene ein, rechts unten zu erkennen. Um einen stärkeren Überblendungseffekt zu erwirken, habe ich den Ausschnitt dupliziert.
Nun musste nur noch Trumps Twitter-Profilbild ausgeblendet und das Ergebnis als Bilddatei exportiert werden, das ich Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchte. In der Mitte sehen Sie die fertige Bildbearbeitung, dessen Produktionsprozess ich Ihnen gerade näher gebracht habe. Daneben sehen Sie weitere Bildbearbeitungen von mir, die auf zwei anderen Fotografien von Donald Trump basieren. Links unten ist ein Foto zu sehen, das im Februar 2020 vor dem Weißen Haus aufgenommen wurde, von Fotograf William Moore, der das dann auch auf Twitter verbreitet hat. Von der Enzyklopädie Neue Meme wird es als Donald Trump 10-Face-Foto bezeichnet. Der Präsident selbst tweetete, das Foto sei, Zitat, photoshopped. Moon plädiert hingegen dafür, das Foto sei authentisch. Dieser Diskurs führte dazu, dass das Foto zur Meme-Vorlage wurde und auch bei mir Verwendung findet. Wie zu erkennen ist, habe ich Trumps Gesicht entlang der Bräunungsstreifen ausgeschnitten und mit dem Coronavirus überblendet. Rechts wiederum ist eine Fotografie von Trump zu sehen, das meiner Recherche nach zunächst durch die Fotoagentur Corbis vertrieben wurde und mittlerweile unter anderem auf Amazon als Halloween-Maske zu kaufen ist. Genau das war das erste Resultat, als ich in die Google-Bildersuche Donald Trump Shouting eingegeben habe. Es handelt sich folglich wieder um ein ikonisches Bild von Trump, das sich prima als Meme-Vorlage eignet. Welche Medien- und Sozialkritik mit Coronavirus in Chief, wie ich das Internet-Meme getauft habe, zum Ausdruck kommt, möchte ich gerne Ihrer Interpretation überlassen. Der Selbstversuch sollte jedenfalls zeigen, dass auch laienhaft ohne professionelle Software oder KI-basierte Apps Internet-Memes wie Trump Impeached erstellt werden können. Diese Laienhaftigkeit, ob sie nun echt oder auch nur inszeniert ist, scheint mir bei der Erstellung von Internet-Memes die Regel zu sein. Bild- und Medienkritik werden so über eine Anti-Ästhetik in den sozialen Medien vermittelt und im gleichen Zuge zur Sozialkritik und insbesondere zum politischen Protest genutzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hier habe ich noch die Quellen aufgeführt, wenn Sie die nachvollziehen wollen. Ja, und gerne können wir jetzt noch diskutieren oder ich kann Ihnen Fragen beantworten. Ja, ich bin ja der Moderator, ich muss ja einen Ton haben. Kevin, vielen Dank. Ja. Also ich hätte tatsächlich ein paar Fragen, und zwar, darf ich jetzt absetzen oder aufsetzen? Na, man hört mich auch mit Maske. Wunderbar, so ein bisschen doof aus dem Keller. So wird also das Bild konstruiert. Mich beschäftigt die Frage, also das finde ich ja ganz interessant an der Meme, dass der Erfolg eines Witzes, sagen wir jetzt in dem Fall, eine Meme ist als ein Witz gemeint, der sich verbreitet, der ist ja unmittelbar ablesbar aus der Reichweite, die diese Meme erhält. Und ich habe mir jetzt so drei Punkte notiert, also das ist das Thema und Konstruktion und letztlich der Twitch, es ist irgendwo auch so ein Moment des Hacks dabei. Also wenn du sagst, Fotolab existiert, erstmal natürlich die Frage, why the fuck machen Menschen Bilder von irgendwelchen Freunden auf Pfirsiche? Why the fuck gibt es dafür eine KI-basierte Software? Ist die quasi schon angelegt, gehackt zu werden? Also ist das eine Art subtile Konstruktion, subversive Konstruktion? Ich stelle dieses Werkzeug bereit, es ist sterbenslangweilig, irgendwelche anderen Menschen auf einen Pfirsich zu projizieren, aber irgendeiner wird schon drauf kommen. Vielleicht wäre es da eine Birne gewesen bei uns in Deutschland oder wie auch immer, jemanden dorthin zu bringen. Hast du da irgendwelche Informationen zu, also was da passiert eigentlich neben dieser rein physikalischen oder visuellen Konstruktion? Also warum jetzt sozusagen, oder ob die App, wenn ich das richtig verstanden habe, ob die App sozusagen schon dafür angelegt ist eigentlich, sozusagen eine politische Bedeutung zu vermitteln, wenn ich das richtig verstanden habe.
Also ich würde sagen eben, das ist nicht angelegt von der App, es ist wirklich eher für die alltägliche Nutzung gedacht. Aber natürlich, das ist ja sozusagen die Macht des Rezipienten, kann man das dann doch auch gegenteilig interpretieren und nutzen. Ne? Und das ist ja auch die kreative Leistung im Endeffekt, was das Internet-Meme und Trump-Impeach macht, dass es sozusagen eine Rekontextualisierung der Semantik ist und sozusagen die Bedeutung ins Politische verschiebt. Ne? Also jemand hat ist darüber gestolpert oder hat vielleicht nach Pfirsichen gesucht, weil er den Witz sich schon gedacht hatte und ist dann vielleicht über diese App gestoßen, über diese Bilder, die sich gerade zu dieser Zeit verbreitet haben und hat gedacht, ja gut, daraus kann ich ja jetzt was Neues machen, ne? Das nicht von der App unbedingt so gewollt ist, sondern das jetzt die Form von einem politischen Protest annimmt. Also ich denke, es ist eher eine andere Lesart, eine andere Codierung von den Rezipienten, die diese App benutzen. Also es gibt sozusagen, wenn man jetzt mit Stuart Hall sozusagen argumentiert, die dominante Lesart der App, dass man sagt, okay, ich benutze die jetzt, um mich als Pfirsich darzustellen, ne? Wie viele der Leute ja auch machen. Also wenn man nur auf die Seite geht oder die App sich runterlädt, dann können Sie ja gucken, das machen zahlreiche Leute, also werden auch irgendwie pro Minute, also selbst jetzt wohl immer noch mehr. Und sozusagen gibt es aber auch die gegenteilige Meinung, also die subversive Nutzung oder Lesart, die dann der Rezipient auch sozusagen zum Memeing benutzen kann. Also so würde ich das eher verstehen. Und wo ist da der, wo und warum findet dann quasi dieser Humor oder Breitenhumor relevante Quantensprung statt? Also gibt es da noch Kenntnis, also wie über die Verbreitung? Über die Verbreitung, ja. Genau, also das ist ja auch ganz interessant bei Memes oder was auch sehr häufig durcheinander geworfen wird, dass sozusagen, es gibt ja einmal das Virale im Internet, ne? Also Inhalte verbreiten sich viral, wo aber auch gegen argumentiert wird, okay, erstmal diese Metapher ist ein bisschen fehlerhaft, weil sozusagen die Rezipienten eigentlich aktiv daran verteilt sind, also es verbreitet sich nicht wie jetzt das Coronavirus passiv sozusagen, wir können nichts daran machen, sondern eigentlich man verbreitet ja Inhalte aktiv. Man entscheidet sich dazu, diese Inhalte zu teilen. Und natürlich jetzt deine Frage, welche Motive dahinter liegen, die kann ich jetzt nicht eindeutig beantworten, aber ich würde einfach sagen, dass es sozusagen zum richtigen Zeit am richtigen Ort einerseits war, ne, dieses Internet-Meme, also und sozusagen darin eine bestimmte, also durch diese bildliche Zusammenführung eine bestimmte Bedeutung einfach transportiert wurde, die Leute einfach gut fanden und deswegen halt weiter verbreitet haben. Also zum Beispiel auf Tumblr, ne? Also wird es dann reblockt, dann haben es auch Internetseiten wie Know Your Meme aufgegriffen. Es gibt einen Hashtag auf Twitter davon. Aber das ist natürlich auch sehr zeitlich dann begrenzt. Also ich glaube jetzt mittlerweile verbreitet das keiner mehr, weil sozusagen das Amtsenthebungsverfahren ist ja jetzt gegessen. Und jetzt konzentriert man sich eher wie auf die Wahl und ich denke mal, jetzt wurde das auch durch andere Internet-Memes wiederum ersetzt, ne? Oder man könnte es auch ersetzen durch andere Internet-Memes, wie ich das probiert habe vorzuführen, also dass man jetzt zum Beispiel ein Coronavirus-Trump erstellt und vielleicht würde sich das jetzt verbreiten, ich habe es noch nicht ausprobiert, also ich kann es ja mal bei Twitter posten, ich weiß nur nicht, wie es bildrechtlich ist, da gibt es immer Probleme bei Memes auf jeden Fall, weil die sozusagen eigentlich Urheberrechtsverletzungen en masse sind, aber ja, also ich glaube sozusagen, das wird dann aktualisiert, das ist natürlich immer nur ein Trend irgendwo, ne? Diese Verbreitung. Das heißt, ich bin ja erklärtermaßen nicht witzig, aber ich gehe dann schon ab und zu in den Keller, um zu lachen, wenn ich jetzt will, dass die anderen erfahren, warum ich gelacht habe oder was ich eigentlich, was mich beschäftigt und witzig finde, wie würde ich da vorgehen, also wenn ich eine Meme mache, also wie man es bildhaft konstruiert, das hast du gezeigt. Ja. Und wie würden dann die Schritte so sein? So also die Schritte sind, würde ich sagen, nur gewöhnlich erstmal, dass man sozusagen sich eine Vorlage sucht. Das ist häufig also bei sogenannten Reaction-Photoshops, wie Limor Schiffman das nennt, der Fall, dass man populäre oder angesagte Fotografien, auch politische Fotografien nimmt. Ne, also kann jetzt zum Beispiel auch Donald Trump sein, das wäre jetzt dieses Beispiel mit dem Ten-Face-Foto auch. Es wird einfach sozusagen so eine Fotografie irgendwo gepostet im Internet. Die Leute sehen, okay, die ist vielleicht ein bisschen unnormal, auch diese Fotografie, oder hat Potenzial, da was zu machen. Also Potenzial heißt zum Beispiel, dass jetzt nehmen wir Trump, irgendwas hochhält, ein Schild, was man gut bearbeiten kann mit Photoshop. Also man kann das leicht irgendwie die Schrift dann ändern. Und
Der zweite Schritt ist ja dann eben sozusagen die Rekontextualisierung, also das in eine andere Bedeutung semantisch zu verschieben und das neu aufzuladen. Natürlich, das wäre so die Meme-Erstellung, die Meme-Verbreitung wäre natürlich nochmal was anderes, mit dem wir uns auch durchaus beschäftigen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Strategien, ob man jetzt Hashtags benutzt, das in bestimmte Gruppen postet, sowas wie BuzzFeed es dahin schickt zum Beispiel, also zu Seiten, die generell von solchen Content leben und das aber auch verbreiten. Das wären dann eher so diese Verbreitungsstrategien, die nochmal, finde ich, was anderes wären wie jetzt die reine Erstellung. Also wie ich gezeigt habe, die reine Erstellung kann ich ja auch erstmal nur für mich privat machen oder für Sie jetzt, wie ich das ja mit dem Coronavirus gemacht habe. Aber das wären dann zwei Ebenen, würde ich sagen. Okay. Ja, ach so, muss ich das auch? Heutzutage meine kleinen Töchter mit TikTok ganz schnell und mit Live-Bildern die Gesichter blenden und die modernen Smartphones kriegen das sofort in Echtzeit finden, dann sind die das total gewöhnt. Und wenn ich an den Simplicissimus denke, Karikatur, eine Böhmzeit, Holzschnitte, den langsamen Prozess einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit politischen Verschiebungen, Veränderungen, ja. Also wie tief, also Rezeption, wie tief kommt denn sowas drauf an? Also ein kurzer Lacher, ich habe den, hab den Gift gesehen und wieder weggedrückt, weil ich ja tausende von einem Tag habe, wenn ich will. Wenn ich in einem Freundeskreis bin, die gewohnt sind, sowas zu verbreiten, dann gehe ich damit in einer Schnelligkeit um, wie alles in der digitalen Zeit, dass es nicht inhaltlich ankommt. Also gibt es da einen Teil der Forschung sozusagen, die herausfindet, wie die heutige Zeit, wie tiefgängig die eigentlich ist. Also ich würde sagen, das ist sozusagen dieser Übergang von einem Meme zu einem Viral, könnte man sagen. Also erstmal, wenn sich es jetzt als Meme noch verbreitet, kann es ja erstmal in einer geschlossenen kleinen Gruppe sein, zum Beispiel auf irgendeiner Plattform. Aber wenn es dann sozusagen vielleicht auch plattformübergreifend dann überschwappt, viral geht, wie man es ja so umgangssprachlich nennt, ich glaube, da könnte man sozusagen ansetzen und das dann untersuchen. Da gibt es auf jeden Fall Forschung zu. Es gibt auch quantitative Forschung zu sowas natürlich wie sich so Muster bilden, sozusagen wie das verbreitet wird, von welchem Account zu welchem Account es verstreut wird. Also wir probieren das ja eher qualitativ zu untersuchen und wie ich das auch probiert habe, so ein bisschen im Vortrag deutlich zu machen, auch die Zirkulation der Bilder so ein bisschen quantitativ, qualitativ eigentlich eher mal nachzuverfolgen, sozusagen zu schauen, okay, wie sind denn eigentlich die Kontexte der einzelnen Seiten, wo das jetzt herkommt. Aber natürlich, wie haben Sie schon recht, geht das relativ rasch, also und das wird immer schneller. Also das Trump Impeach wird ja auch einfach, also es lässt sich ja wirklich spielen leicht und in 5 Minuten selber erstellen, wie ich das ja dann auch nochmal probiert habe. Und von daher muss andererseits, damit sich das verbreitet, schon ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie haben oder einen besonderen Nerv vielleicht dann auch treffen. Also wie ich meinte, ich denke, da spielt viel Zeit und Ort dann auch mit rein, dass das wirklich an den richtigen Zeit, richtiger Ort gepostet wird, vielleicht dann auch ein bestimmter Hashtag aufgegriffen wird von der Rezeptionsseite und dann steigt eben die Verbreitung, weil Sie haben natürlich recht, Memes und Online-Inhalte kämpfen natürlich dagegen, um die Aufmerksamkeit. Also es geht ja auch viel um Aufmerksamkeitsökonomie dabei. Das ist ja sozusagen eigentlich das hohe Gut in den sozialen Medien. Und das will generiert werden und dann viele machen das dann auch, kann man beobachten, mit eben politisch unkorrekten Meinungen. Ne? Also das ist ja auch, würde ich sagen, also Teil der Meme-Culture einfach, jedenfalls diese Kernkultur, die dann teilweise sehr politisch unkorrekt agiert, was wiederum sehr fraglich und problematisch ist, weil sich natürlich Rechtsextremisten beispielsweise darunter mischen, das kapern, dann werden zum Beispiel Internet-Memes über Hitler erstellt, ne, weil man weiß, also kann man dann diskutieren, verbreitet sich das jetzt oder wird das erstellt, weil man weiß, es verbreitet sich oder wird das erstellt von Rechtsextremisten, um die Propaganda, um das sozusagen, um das Gedankengut weiterzutragen. Das ist auf jeden Fall, denke ich, eine Frage, die die Forschung noch weiter beschäftigen wird auch und ja, wo das dann auch nochmal ein bisschen anderen Spin kriegt vielleicht, das Thema. Im Grunde auch. Ja.
oder auch wirklich instrumentalisiert wird und gezielt gestreut wird. Also es ist eine schwierige Frage, würde ich sagen, weil man natürlich nicht so richtig nachvollziehen kann, was wird jetzt privat eigentlich geteilt. Aus der eigenen Erfahrung kann ich natürlich sagen, ich teile auch jetzt erstmal die Dinge, die mich ansprechen, die ich lustig finde. Die müssen auch gar nicht politisch sein, also sind sie auch nicht, würde ich sagen. Also da würde ich Ihnen auf jeden Fall recht geben, Internet-Memes sind natürlich nicht per Definition politisch oder so. Je nachdem, wie man jetzt politisch definieren würde vielleicht andererseits. Aber sozusagen andererseits gibt es dann wiederum natürlich diese Bedenken, dass das auch instrumentalisiert wird, was ja 2016 auch diskutiert wurde, gemacht wurde, ne? Dass sozusagen, es gab einen Artikel, der dann auf 4chan sozusagen Zitate rausgepickt hat, ich glaube von Washington Post oder so, der dann gesagt hat, we elected a meme as president, ne? Also wir haben ein Meme als Präsidenten gemacht oder wir haben den Präsidenten zu einem Meme gemacht. Was ja schon eine interessante Sache ist, dass 4chan, also wirklich diese Kernkultur eigentlich, da wo Memes, sag ich mal, ursprünglich erstmal entstehen oder viele Memes entstehen, sich auch sozusagen das rausnimmt, so eine politische Macht zu haben, ne? Also sozusagen den Wahlkampf eigentlich beeinflusst zu haben oder sogar dahingehend gezielt gesteuert zu haben, dass Trump gewonnen hat angeblich. Aber das ist natürlich diskutabel, ob das wirklich so ist oder ob sich diese Kultur eben eher so inszeniert. Aber ich würde auch sagen, also es gibt wie von allem halt verschiedene Sachen. Also es gibt Internet-Memes, das sind lustige Katzen, die irgendwie wie eine Katze sozusagen, man probiert wie eine Katze zu reden, also Lolcats, die jetzt überhaupt nicht politisch sein müssen. Dann gibt es andererseits irgendwie Pepe the Frog beispielsweise, der von Hillary Clinton als Hasssymbol deklariert wird. Also es ist durchaus verschieden. Ich glaube, jetzt werden wir erst haben Memes noch eine Leichtigkeit oder haben sie die verloren? Ist auch von Fall und Plattform abhängig, würde ich sagen. Also zum Beispiel Facebook steht ja eher so im Verruch, jetzt für so Boomers oder sowas zu sein, also schon für die ältere Generation, wo dann Memes geteilt werden, die eher oberflächlich sind, auch eher so schlechte Witze sind. Und der Trend jetzt in der Kernkultur, würde ich sagen, geht eher dahin, schon das sowas eher dann zu kritisieren, also sozusagen so eine Selbstkritik zu üben an Memes, ne? Also Denkmemes heißt dieses Phänomen, die eigentlich so eine Art Selbstreflexion sind und einfach unverständlich sind. Also die sind sozusagen bedeutungslos. Es sind einfach sozusagen eher eine formale Kritik an so Image-Makros, wie man es kennt, ne? Also diese weiße Impact-Schrift mit irgendeinem Foto oder irgendeinem Bild hinten. Und die tun das dann einfach total verunverständlichen, würde ich sagen. Also es gibt auf jeden Fall so einen Aushandlungsprozess. Auch dieser Pepe the Frog könnte man auch gut, denke ich, als Beispiel nehmen, der ja eigentlich erstmal einem ganz unproblematischen Kontext entspringt, also so einem Online-Comic, der jetzt auch eher, würde ich sagen, liberal, linksliberal irgendwie einzuordnen ist. Dann wurde das eben, dieser Frosch wurde dann sehr populär auf 4chan und da weit verbreitet und hat sich dann aber auch in andere Plattformen übertragen, wie beispielsweise Facebook und so weiter. Und dann sind wir jetzt wieder, was ich gerade gesagt habe an der Stelle. Also die Diskussion ist halt eben, haben die Leute von 4chan sozusagen zum Beispiel Hitler Pepe the Frog gemacht oder mit Nazi-Symbolik ausgestattet, um das sozusagen dieser Populärkultur auf Facebook zu entziehen? Oder ist das eher so eine Dog-Whistle von wirklich Rechtsextremisten? Ne? Schwierig zu beantworten, würde ich sagen. Da fehlt vielleicht auch noch bestimmte Forschung zu. Aber es ist eben interessant auch zu beobachten, wie solche erstmal unschuldigen Bilder auch gekapert werden und dann eben politisch aufgeladen werden, würde ich sagen. Also einerseits, mir kommt auch vor, es geht eigentlich um eine Tradition der Karikatur, ne, wie Sie da sagten, aber die Frage des Politischen, finde ich, müsste man den Weg der Distribution nochmal befragen, weil ne, gehen diese Memes sozusagen Weg Preaching to the Converted, sie werden dort verbreitet, wo sie sowieso auf den Boden fallen, wo sie genauso rezipiert sind, dass ich eigentlich keinen Überzeugungsmoment mehr habe. In dem Moment, wo ich an Hartfield denke, ne, plakatiere ich im Stadtraum, habe ich eine völlig andere Wirkung, weil ich eine andere
Rezeption erzeuge. Mhm. Und ich finde, dieser politische Moment hat damit ganz stark zu tun. Wo landet das eigentlich? Mhm. Und in dem Moment, wenn es immer wieder mit der gleichen Gruppe geteilt wird, frage ich mich, inwieweit kann das überhaupt politisch sein? Mhm. Also das würde mich noch interessieren, wie das in Ihre Befragung des Feldes mit einfließt. Okay, ja, danke. Also ist auf jeden Fall, denke ich, würde ich Ihnen auch zustimmen, dass sozusagen eben das auch nachgewiesen wird, dass es eben diese Filterblasen gibt im Endeffekt in den sozialen Medien, die auch zum Teil von den Plattformen algorithmisch begünstigt werden oder sogar bedingt werden. Also dass man sozusagen in geschlossenen, hermetischen Gruppen ist und sozusagen eigentlich da immer ein Confirmation Bias hat, also sozusagen nur das hört, was man sowieso schon hören will. Kann man jetzt bei dem Beispiel, denke ich, auch irgendwo wieder nachvollziehen. Also Tumblr ist ja auch eher sozusagen die linke Seite des Memings, würde ich sagen, während zum Beispiel 4chan eher von Rechten auch besiedelt wird. Also es lässt sich vielleicht nicht ganz so pauschal sagen, aber Tumblr ist dann halt schon eher in diese Richtung gedacht. Und klar, also ein Diskurs entsteht dann vielleicht nicht wirklich sozusagen. Man richtet das eher sozusagen gegen Trump. Ob das jetzt politisch ist, das kann man vielleicht dann, ist eine Definitionsfrage, was politisch dann im Endeffekt ist. Ob jetzt nur politisch ist, wenn es sozusagen Widerstand gibt, das wäre jetzt sozusagen Ihr, glaube ich, Argument, wenn ich das richtig verstehe. Oder ob man das auch sozusagen einfach als jetzt erstmal als Protestgeste auf seinem eigenen Profil posten kann und dann gut, kommen halt Gleichgesinnte dazu im Endeffekt und sagen dann, ja, du hast recht. Es gibt aber ja auch auf Twitter, also Twitter ist vielleicht ein besseres Beispiel, dass sowas unter dem Hashtag dann gepostet wird, also wo zum Beispiel Trump das vielleicht auch gesehen hat. Also würde vielleicht sein, ne, dass das sozusagen, dass er auch davon Wind bekommen hat. Jedenfalls von diesem Tan-Face-Foto beispielsweise, da ist er ja zum Beispiel drauf eingegangen und hat gesagt, ja, der Fotograf hat es gefotoshoppt. Der dann wiederum gesagt hat, nee, ich habe das nur ein bisschen sozusagen die Helligkeit oder sowas erhöht, den Kontrast erhöht. Kevin? Ja, danke schön. Also tatsächlich ein Thema hochinteressant. Schön, dass wir so darüber diskutieren können. In dieser, sagen wir doch, recht kompakten Gruppe geht das gut. Ich freue mich darauf, das weiter fortzusetzen in den Pausen. Auch das geht hier irgendwie. Ich glaube, ich muss nicht nach vorne. Wenn ich hier ohne Maske sprechen kann, dann brauche ich nicht da hoch.